Ist der Mensch die Krone der Schöpfung? Mit dieser Frage hat sich die katholische Gemeinde St. Elisabeth in Postbauerhengen in diesem Sommer beschäftigt. Und die Aktion findet ihren Abschluss mit einer ganz besonderen Ausstellung. Ja, wir haben hier die Ausstellung Glänzende Aussichten von Miserio organisiert, die ja Karikaturen ausstellt zu ganz verschiedenen Themen, hauptsächlich zum Thema Klimawandel, zu unserem Lebensstil, zu unserem Ernährungsstil und ja, den manchmal überspitzt ein bisschen darstellt, aber uns auch ja, zum Nachdenken aufruft. Wozu sollen wir beten? Wir haben doch alles. Für die anderen, die nichts haben. Als ob die davon satt würden. Wir haben die Ausstellung nur für 2 Wochen, das heißt bis Sonntag, dem 14. November, sind die Bilder hier zu sehen in St. Elisabeth. Ein Zeichen dafür, wie sehr der Gemeinde das Thema am Herzen liegt, ist, dass sie für die Ausstellung sogar den Kreuzweg abgenommen hat, der sonst an dieser Wand hängt. Meine Erfahrung als Pfarrer ist, wenn man Leute zum Lachen bringt, dann ist eine viel höhere Gesprächsbereitschaft vorhanden. Dann gehen Gespräche in eine andere Tiefe, es ist Vertrauen da und wenn man Menschen zum Lachen bringt, dann schließt man sie eigentlich dafür auf, jetzt sich mit ernsten Gedanken zu beschäftigen. In der vom katholischen Hilfswerk Miserior zusammengestellten Ausstellung werden 99 Bilder von 40 Karikaturisten präsentiert. Zum letzten Mal, das ist nicht der Klimawandel. Du bist in der Hölle. Nicht nur Umweltverschmutzer und Energiekonzerne werden hier aufs Korn genommen. Es gibt sogar Seitenhiebe auf die Kirche. Himmlischer Vater, danke, dass du im Klimawandel so weise für deine Priester vorgesorgt hast. Natürlich musste ich als Pfarrer ziemlich schmunzeln über das eine Bild mit dem Kirchturm, aber natürlich auch bitterböse. Bitterböse, da denkt einer ja wirklich nur an sich. Er hat keine Menschen mehr, mit denen er unterwegs ist. Und es ist eigentlich eine einsame Existenz. Ein trauriger Mitbruder, der da dargestellt ist. Zum Glück will die Gemeinde St. Elisabeth hier einen ganz anderen, umweltfreundlicheren Weg gehen. Wir wollen, wenn es irgendwie klappt, uns auch zertifizieren lassen mit einem Zertifikat mit dem Namen der Grüne Gockel, um so wirklich auch ernst zu machen mit Schöpfungsverantwortung hier vor Ort. Damit ist der Mensch vielleicht nicht die Krone der Schöpfung, aber doch ein wertvoller Teil von ihr.